Bemühungen westlicher Politiker, die Streitparteien in der Ukraine-Krise zum gemeinsamen Gespräch zu bitten, sind im Prinzip auf beiden Seiten auf Granit gestoßen. Die Köpfe der Euromaidan-Regierung, wie Herr Timoschenko, die wir auf einer Wahlkampfveranstaltung in Charkow sehen, lehnten eine Einladung der wichtigsten Separatistenführer gleich völlig ab. Diese konterten damit, gar nicht kommen zu wollen, solange noch ukrainisches Militär im Süden und Osten des Landes steht. Beide Seiten haben offenbar den Sinn eines runden Tisches nicht verstanden. Erst miteinander reden, dann Konfliktlösung finden. Beide setzen offenbar auch weiter auf die militärische Karte und berichten in den letzten Tagen immer wieder von eigenen Erfolgen vor Ort, sodass der Donbass nun momentan offenbar gleichzeitig unter der vollständigen Kontrolle von Militär, Nationalgarde und der unabhängigen Volksrepublik ist. Weitere Offensiven haben ebenfalls alle Seiten angekündigt. So deutet alles auf eine weitere Spaltung innerhalb der Südostukraine hin. In den Regionen Donetsk und Lugansk haben die Separatisten die Macht und entfernen wie zuvor auf der Krim schon einmal alle Erinnerungen an die für sie vergangene ukrainische Zeit. In den Randgebieten wie hier in Odessa oder Charkow sind die Anti-Maidaner in der örtlichen Opposition und werden in einer eventuell noch kleineren Westukraine als erreichbares Feindbild und landesweit kleine Minderheit nicht viel zu lachen haben. Nicht nur, wenn sie sich vor ihren Gegnern in ein scheinbar sicheres Gewerkschaftshaus flüchten. Remember the dream?